Ja, Salle, was geht? Herzlich willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal. Heute wieder ein Raft mit mir am Fly High und unserer High Fly. So, und wir haben heute einiges vor. Und zwar habe ich es hier, glaube ich, schon teilweise wieder weggeräumt. Oh, verdammt. Was habe ich getan? Denn es soll gleich richtig losgehen. Wir bauen heute den Empfänger und die Antenne. Da brauchen wir Leiterplatten und Scharniere. Aber bevor wir dazu kommen, wir steuern da schon wieder auf eine Insel drauf zu, wenn ihr euch fragt, warum hier nur so wenig Platz ist. Ich war fleißig. Ich habe einen zweiten Stock gebaut. Das Bett hier nach oben, das habt ihr, glaube ich, noch mitbekommen. Und ja, wir haben jetzt eine zweite Etage und ein bisschen mehr Platz. Was ich natürlich nicht schlecht finde. So, wir wollen da weiterhin. Planke platzieren. So, ich glaube, oh, Batterien hatte ich ja schon hergestellt. Stimmt ja, Leiterplatten ja auch. Hi. Nehmen wir mal das Fass noch mit, wenn wir schon drauf springen. Nee, war nicht der Hai, ne? Scharniere. Müssen wir herstellen. Bolzen brauchen wir, Metallschrott. Dieses Glibber brauchen wir. Hier haben wir so ein Päckle. Schauen wir mal, was uns in dem Päckle erwartet. Ein Vorhang, ein Trapp. Ach, übrigens, genau, ich habe hier uns so eine Feuerstelle gebaut noch in der Zwischenzeit. Und hier habe ich uns auch einen Kronleuchter gebaut. Dann sehen wir hier nachts wenigstens mal was. Ja, das ist ja Wahnsinn, wie das hier gefüllt wird. Es gefällt mir. Wow, was ist das schon wieder für eine Rieseninsel? Wir werden da mal vorne reinfahren. In der Hoffnung, dass wir... Ah, nee, komm. Wir bleiben hier mal vor Anker. So, jetzt aber. Upsi, dupsi. Jetzt brauchen wir noch ein Scharnier. Wir können den Empfänger herstellen. So, zack, gebaut. Empfänger gebaut. So, dann brauchen wir aber noch die Antenne. Da haben wir aber auch gleich alles. Und ich glaube, man braucht mehrere Antennen, wenn mich nicht alles täuscht. Jetzt habe ich hier oben ja natürlich schon wieder angefangen, alles voll zu bauen. Aber wir werden das vorne erstmal Richtung... Wie sieht denn das aus? Wie war das mit Drehen? R. So. Da haben wir einen Empfänger. Und dann stellen wir mal die erste Antenne dahin. Und eine Batterie, ne? Die braucht man jetzt auch noch. Okay, ja, wir brauchen noch zwei Antennen. So, und dafür brauchten wir Metallschrott. Da haben wir noch welches. Das wird aber, glaube ich, nicht reichen. Hier hätte man auch noch Scharniere und alles. Und auch eine Leiterplatte. Das ist ja nicht schlecht. Aber hier ist kein Metallschrott mehr drin. Hier werden noch Kupferbarren. Hier, also Kupfer, nicht Kupferbarren. Das kriegen wir noch da unter. So. Wir brauchen jetzt, und dann brauchen wir noch mal eine Leiterplatte, genau. So, lass uns mal hier hochklettern. Hörst du auf? Ah, jetzt hat es doch zerstört. Arsch mit Ohren. Okay.
Das heißt, wir stellen die nächste Antenne einfach mal dahin. Und die dritte einfach mal dahin. Wir haben ein Signal. Wir haben ein Signal. Okay. Das lassen wir mal aus. Wir sind ja jetzt hier an der Insel angekommen. So, Kupfer können wir nochmal durchlaufen lassen. So, das war das Erste, was wir gebaut haben. Jetzt wissen wir auch endlich mal, wo wir hin können. Ja, ich feier's. Okay, weil dann können wir, glaube ich, auch mal auf unser erstes Abenteuer gehen. Ich denke, diese blaue Insel da unten sollten wir auf jeden Fall mal ansteuern, weil die anderen sind alle grün. So, uno momento. Lass uns mal durchgucken. Den Topf, den will ich jetzt auch auf jeden Fall bauen, dass wir uns hier besseres Essen machen können. Ah, das ist so ein Riesending. Ja, dann komm, platzier den da. Und dann, wir haben doch schon einen Haufen. Ja, natürlich, hier unten sind keine Rezepte. Ei haben. Gemüsesuppe. So. War nicht noch eins? Doch, da war doch auch noch eins. Einfacher Fischeintopf. Gemüsesuppe. Eissteaks. Haihappen. Okay, warte mal. Hier haben wir noch einen Früchtekompott. Rote Beeren habe ich natürlich nicht. Fischeintopf. Warte mal. Einfacher Fischeintopf. Ist ein einfacher Fischeintopf dasselbe? Einfacher Fischeintopf habe ich schon mal. Pilzomelette. Früchtekompott habe ich, glaube ich, auch, wenn mich nicht alles täuscht. So, das war das Erste, was wir uns gebaut haben. Dann schmeißen wir das da mal drauf. So, hier haben wir nur rohe Rüben und hier haben wir keine Kartoffeln. Kartoffeln habe ich sonst auch nirgendwo mehr, ne? Doch, da. Wie war das jetzt? Viermal, alles viermal. Okay, dann wird das erstmal nichts. Dann sparen wir da erstmal. Das können wir rausschmeißen. So, können wir sonst irgendwas kochen? Da müsste ich angeln. Eine Ananas, eine Mango, rote Beeren habe ich auch nicht. Das habe ich auch nicht. Das habe ich auch nicht. Okay. Wir können nichts kochen. Na toll. Klasse. So, dann. Wir müssen jetzt hier schon wieder Planken rein. Hey. Was ein Stress. Hi. Dich brauchen wir auch bald. Ach, kein Holz mehr dabei. Ah, stimmt. Ich muss euch noch was gestehen. Warum steht hier eine Kiste? Achso, das ist die Kiste. Ich muss euch noch was gestehen. Oh, hier haben wir auch noch Früchtekompott. Haben wir schon. Pilzomelette haben wir auch. Kokosnusshähnchen haben wir noch nicht. Gemüseeintopf. Weiß ich nicht. Gemüsesuppe haben wir. Kokosnusshähnchen. So, jetzt ist hier nichts mehr frei. Das ist doch blöd. Warum kann ich es da nicht dran machen? Aber da könnte ich. Hä? Doch, Gemüsesuppe habe ich doch schon. Das ist doch dasselbe. Mach's weg! Den Pferds. Jetzt habe ich schon wieder Hunger. Roh, das könnte mir alles auf der Insel besorgen. Jetzt pass mal auf. Erstmal die Pilze da rein. So, das reingemampft.
Ach, warum mache ich es nicht gleich nach da unten? Der ist noch reingemampft. Und den Quatsch schon wieder aufgefüllt. So. Dann würde ich sagen, wir haben fast keine Axt mehr. Halt, stopp. Stopp, stopp, stopp. Ich bin schon wieder viel zu schnell. Genau, wir wollen den Topf haben wir gebaut. Die Anbaufläche. Schmutzblanken Plastik. Das kriegen wir irgendwie hin. Die Flossen hätte ich so gern mal gebaut. Den Empfänger und das alles haben wir ja gebaut. So. Hier brauchen wir auch erstmal nichts. Wobei, lässt sich die Nacht durchlaufen und kann verwendet werden. Okay, wir müssen uns auf jeden Fall auch mal so eine Hängematte bauen. Wir brauchen eine neue Axt. Meine Schaufel habe ich auch verloren, weil ich ja gestorben bin an so einem grünen Fisch. Das war so, ich war auch ungefähr auf so einer, naja, auf einer, Alter, wie mich das jetzt hier nervt. Mais weg. Mais weg. Wehe, das landet jetzt hier nochmal drin. Hier ist alles leer. So, okay, okay, okay. Nicht vom Plan abweichen, eine neue Axt bauen. Guter Junge. Auch ein Bolzen. Okay, Schrott. Schrott habe ich nicht mehr. Ich habe auch keinen. Oder habe ich den auch aus Versehen weggeworfen? Das ist doch mal wieder typisch. So, jetzt, wir haben Scharnier, aber für uns fehlt der Schrott. Okay, dann lasst uns erstmal wieder den Hai töten. Wo ist er? Da ist er. So. Einmal noch, dann müsste er, glaube ich, kaputt sein. Oder einmal. Eins, zwei, drei. Die Köpfe nehme ich jetzt auch mal mit. Ah, ich hätte ihn hier lassen sollen, ne? Dann ist er nicht so lange. Dann ist er länger im Respawn. Wir brauchen Schrott. Den Explodiererfisch, den bräuchte man natürlich auch nochmal. Da hängen Erze dran. Okay, hier wird's RK. Da holen wir uns nur die Kiste. Eine Rübe. Okay, das war gut. Ey, der holt schon einen Stein. Spinnt er? Der hat mich schon im Visier, ne? Lass mich bloß in Ruhe, du. Kupfer braucht man nicht. Hatte er jetzt gesagt und vermisste es dann irgendwann schmerzhaft. Okay, hier ist nichts. Glibber. Glibber können wir mal wieder mitnehmen. Einfach mal eh spammen hier in der ganzen. Da ist der Explodierer. Das heißt, wir holen jetzt Luft. Ja, 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 ja. Und dann let's go. Wir holen uns auch die blaue Pflanze da. Einfach immer ein bisschen drüber zielen und voll aufladen. Ah, der ist schon tot. Ja. Schnell, hol dir die Pfeile, bevor sie weg sind. Oh Gott. Okay, der ist weg. Wo ist jetzt dieser blöde Fisch? Schnell wieder hoch. Wir wollen jetzt hier nicht nochmal unnötig im Meer draufgehen. So wie beim letzten Mal. So, Inventar ist natürlich schon gleich wieder voll. Das ist nicht gut. Scheiß mal auf die Flanken, scheiß mal auf die Seile.
Super, kriegen wir neue Planken? War hier nicht nochmal eine Kiste? Nö. Da ist Metall, da müssen wir nochmal runter. Da müssen wir nochmal... Nee, wir haben keinen Platz mehr. Da ist nochmal so ein blöder Fisch. Ah, voll daneben. Eins. Zwei. Drei. Ah, der ist schon tot. Oh, shit. Alter, wie viele Tiere nehmen wir uns hier von der Insel gleich mit? Ich will es ja jetzt auch nicht übertreiben. Wir wollen ja auch noch für irgendwann anders was haben. Kommt halt auch immer erstmal drauf an, wie viele Schüsse ich treffe, ne? So, wir brauchen noch Schrotzki. Oh, der Hai ist wieder da. Das ginge jetzt aber fix. Du Arsch. Oh, der Vogel schmeißt auch. Doppelter Angriff. Ihr mistigen Viecher. So, ich hatte viel zu viel Zeug dabei. Kann ich hier eigentlich irgendwas? Nee. Die Batterie hatte ich erforscht. So, den Kopf auch nicht. Das da hatte ich auch schon erforscht. Na, ich habe jetzt wieder voll gemacht, ne? Wir brauchen den explosiven Schleim. So, das kann man ausräumen. Das, wir brauchen Schrott für die Axt. Das da kann raus, das da kann raus. So, pass mal auf, wir konnten doch was kochen jetzt. Ein Pilz, zwei Hai und einmal das Blaue. Ein Pilz, zwei Hai und einmal das Blaue. Aber das Blaue, wo habe ich das jetzt hingemacht? Pass auf, wir machen gleich... Was brauchte ich jetzt? Pilze. Wie geht es? Rohes Haifleisch platzieren. Das und das, ne? Ah. Algen und wo lege ich das jetzt hin? Hä? Ja. Und jetzt? Hä? Ich check's nicht. Zwei Haihappen. 2-1-1. Ja, und jetzt? Muss ich... Wetten, ich muss Planken platzieren und ich habe jetzt gerade... Wie? Ich habe keine Planke hier. Nehmen wir doch gerade die. Oh. Natürlich direkt in die Fratz gesprungen. Ah ja, macht Sinn, macht Sinn. Ja, scheiße. 8 Planken. Ich hoffe, die reicht jetzt hierfür noch. Jetzt haben wir 5 Planken. Ach du Scheiße. Den explosiven Schleim. Ja gut, wir nehmen einfach alles mit, was wir für die Axt brauchen. Schrott, Bolzen, Seile noch 3 Stück. So, wir brauchen das nicht, wir brauchen das nicht, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Davon braucht immer 2, oder? Ja.
So, das brauchen wir auf Reisen nicht, das nicht, das nicht. Der ist bald durch, den Speer... Nein! Lass mich in Ruhe. Ich will keine Planken platzieren. Scheiße. Brennt doch noch. Okay, dann die Schaufel. Dafür brauchen wir einen Metallbarren und auch noch einen Bolzen. Und dann noch die Planken, dann haben wir die Schaufel. Für den Netzwerfer brauchen wir Schrott, Kunststoff, Metallbarren, Bolzen. So, wo hatte ich den Kunststoff hingeschmissen? So, da haben wir den schon mal. Und dafür brauchen wir explosives Pulver, Steine. Das kriegen wir doch auch hin. 6 und hier nochmal 2. Nochmal Seile, aber auch nochmal 4 Seile. So. So, Achtung. Dann können wir jetzt hier 1, 2. Ja, wir stellen gleich 3 Pulver her, man weiß ja nie. Was wir hätten, das Hämmer, die können wir da hoch machen. So, jetzt müssen wir nochmal schauen, was wir für die Axt brauchen. Seile, Schrott. Weiß, aber ich habe keinen Schrott mehr. Essen und Trinken. Nochmal schnell hier auffüllen. Zack, 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 zack. Wunderbärle, Wunderklärle. Hai kann kommen. Boah. So viel zu, der Hai kann kommen. So. Hau ab. Gehst du weg. Alter, schau mal, da ist schon ein Huhn. Er hat schon wieder einen Stein in der Hand, ne? Die Axt, ich habe jetzt wieder nichts mitgenommen. Das darf doch jetzt nicht wahr sein. Hier, das können wir bauen. Dann helfen wir uns erstmal damit aus. So ist der Hai wieder zurück zum Floß geschwommen. Wir werden es mitkriegen, wenn er uns beißt. So lang sammeln wir jetzt hier erstmal Planken ein. Und Kunststoff und alles, was hier noch so rumschwimmt vor Ort. Was wir hinhämmern. Sieht ihn jemand? Da ist er. Aua. So, schnell raus.
Wo hatte man das gelagert? Ich weiß es nicht. Hier. Jo. Schleim raus. Was war da in dieser Position? Ich weiß es nicht mehr. Ach, die Axt. Richtig, richtig. So, Seile. Schrott. Schrott ist ein Problem, ne? Dieser Bolzen ist kein Problem. So, jetzt haben wir aber alles, was wir brauchen. So, stell die Metallaxt her. Schieb mir die wieder dahin. Wie weit ist das Wasser da schon durchgelaufen? Sehr gut. Wie viel Platz haben wir? Wir haben genügend Platz. Wir machen das erstmal noch weg. Mangos, den Stein. Die Planken. Und dann gehen wir nur mit dem Nötigsten los. Kunststoff machen wir auch weg. Eine Metalllaterne. Sehr schön. Pfeile haben wir 15 Stück. Metallpfeile sogar. Haha. Lass mich in Ruhe. So, du wolltest es so, du kriegst es so. So, jetzt wird der erste Problem erstmal dieser blöde Geier sein, ne? So, mal gucken, wie dieses Mal mein Aim ist. Voll daneben. Und niemand sieht irgendwas, das ist halt scheiße. Aua. Kann man den Schuss auch irgendwie abbrechen? Nee, ne? So, lässt du mich jetzt erstmal in Ruhe oder hast du schon wieder den nächsten Stein in der Hand? Nee. Lass mich doch jetzt hier erstmal Planken holen, bitte. Danke. So, die Melonen brauchen wir auch. Danke, danke. Ach ja, ich weiß, eine Schaufel. Stand ja auch noch auf der Agenda. Scheiße. Egal, wir gehen jetzt erstmal darüber. Die Höhle merken wir uns. Die Höhle merken wir uns. Gelbe Blume, ich habe übrigens nicht vor, irgendwas mit Farbe zu machen, deshalb lasse ich die Blumen Blumen sein, falls ihr das nachvollziehen könnt. Wenn nicht, dann Pech gehabt. Nee, ich habe jetzt aber wirklich kein Interesse, hier irgendwas mit Farben noch zu machen und unnütz Matz und so dafür rauszuhauen. So, ist hier irgendwo noch so ein Kugler? Nee, ne? Wie sieht es denn so inventartechnisch aus? Sieht es gut aus? Kupfer, ich brauche kein Kupfer, ich brauche Metall. Wobei wir da auch relativ gut aufgestellt sind. Zap, zarap. So, wir brauchen noch Ananas für den Früchtekomplott, wenn mich nicht alles täuscht. Aber das Ganze sehen wir in der nächsten Folge. Ich werde jetzt schauen, dass ich mich nicht so arg oft von diesem Geier treffen lasse. Werde hier einen Rundgang machen, werde hier alles noch abfarmen. Das kennt ihr ja, glaube ich, schon.
zu Genüge. Aber ich eine Höhle. Hier ist eine Höhle mit Metall. Das finde ich super. Ha. Entschuldigung, falls ihr es vergessen rauszuschneiden. So, Schrott brauchen wir halt auch. Unser Ziel in der nächsten Folge ist es übrigens, definitiv ein Lama mit nach Hause zu bringen. Aber ich glaube, dafür sollte man vorher, wo ist denn das Floß? Das Dingsbums bauen. So ein Feld, dass die überleben können. Und das werden wir in der nächsten Folge angehen. Wir bauen dieses Anbaufeld, was wir brauchen für unsere Viecher, ne? Und dann werden wir losgehen, den blöden Vogel töten und das Lama suchen. Die Insel... Oh, da kommt er schon wieder. Scheiße, ich hätte ihn treffen sollen, wenn er den Stein holt. Das ist immer am besten. Aber jetzt ist er im Tiefflug. Ja, Treffer. Wenn wir jetzt Glück haben, holt er sich den Stein nicht da oben, sondern irgendwo hier unten. Ah, dafür bin ich zu langsam. Ah, der holt ihn sich eh da. Dann müssen wir jetzt nochmal so einen Lucky Shot machen. Jawohl. Guck dir die Maschine an. Komm, scheiß drauf. Wir haben Metallpfeile. Wie viele Metallpfeile hält er wohl aus? So, gleich nochmal getroffen. Das war der dritte, glaube ich, im Bunde. Komm, hol dir hier unten deinen Stein. Ah, scheiße. Na gut, na gut. Wenn wir den schon haben, dann wäre das doch schon mal die halbe Miete. Dann können wir hier entspannter. Immer noch nicht. Komm jetzt. Ah, der holt sie sich immer da, wo ich ihn nicht sehe. Drecksau. Aber es ist eh viel geiler, dich aus der Lift zu snipen. Ist der jetzt immer noch nicht Mulo? Ja, komm schon. Ah, Mist. So, das ist jetzt aber der letzte. Komm, 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 komm. Let's go, let's go, let's go. Immer noch nicht. Ha! Haben wir überhaupt noch für alles Platz? Blöden Federn. Brauche ich eh nicht so viel, glaube ich, oder? Inventar. Braucht man nicht. Nehmen lieber den Kreischerkopf mit. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und dann jetzt ab zum Floß. Dann haben wir erstmal unsere Ruhe in der nächsten Folge, ne? Ich kann hier in Ruhe erstmal das Zeug abbauen. Und wir holen uns dann ein Lama. Na, wann kriegen wir jetzt gleich eine vom Hai? Gar nicht. Ah, der ist noch da hinten. Ja, dann hat er uns ja noch gar nicht mitbekommen. So, ich räume hier aus, mach Ordnung, hol Holz und alles von der Insel und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst doch natürlich einen Daumen nach oben da und du verschwindest hier. Ciao, ciao.